Hi und herzlich willkommen wieder hier bei Unboxing Extrem und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute gibt es mal wieder was Besonderes, wie es fast immer so ist, ne? Es ist ein Paket bei uns eingegangen und in dem Paket ist was ganz Besonderes drin. Und du machst das jetzt auch. Ich könnte es mal aufmachen, dann würden wir das eigentlich erfahren, was da drin ist. Also, genau. Ja, zumindest eine Option. Oder ihr lest den Titel, aber das würde ich euch nicht empfehlen. Warte, was ich witzig, was ich außerdem witzig finde, ist, dass wir haben ja ein paar... Ah nee, das geht ja gar nicht darauf. Doch, doch. Wir haben ja ein paar Videos in der Schweiz gedreht, beziehungsweise mein Kollege war das. Und da habe ich einmal in den Kommentaren gelesen, warum hat der andere aufgehört? Okay, warum hast du eigentlich aufgehört? Ja, ich habe einfach eiskalt aufgehört, weil ich keinen Bock hatte, mit in die Schweiz zu kommen. Deswegen habe ich Unboxing Extrem verlassen. Natürlich bin ich noch dabei. Denk mal nach, Jungs. Okay, so. Also. So, was ist da wohl drin? Okay, es sind zwei Rollen. Zwei Rollen? Was soll denn das heißen? Wow. 361a und 361b. Wow, wow. Und Bonus! Bonus! Wir haben noch einen Bonus bekommen. Also, es handelt sich selbstverständlich um Spielmatten. Nur so viel noch. Genau, hier, die Spielmatten. Einmal die Watschwanzdrache-Spielmatte. Das sind sogar, also... Wow, jetzt mal ganz kurz, ne? Watschwanzdrachen haben wir genug. Aber vielen Dank nochmal an Marcel, der uns die Matten gemacht hat. Ja. Watschwanzdrachen haben wir genug. Nein, mir fehlt noch einen. Ich habe nur einen Schimmertrachen als Ersatz. Du kriegst einen. Also du kriegst den hier und, ja. Dann die Galaxieschlange. In dem Format wird sie auch ziemlich häufig, glaube ich, gespielt werden im Heretic, weil Empfänger, Level 2, kannst du viel mitmachen. Also zum Beispiel ein Crimson Plater Level oder sowas. Level 8 Synchros oder Level 7 Synchros. Genau, also das funktioniert schon mal ganz gut. Und dann nochmal den priesterlichen Sonnendrachen Overlord von Heliopolis. Einfach nur für dich, für dein Dingensdeck. Den habe ich schon. Aber der ist ja cool. Ich weiß, du hast sogar eine Tin davon. Ja, mir ist erst aufgefallen, dass... Und der ist aus Galactic Overlord, ne? Ja, nicht aus der Tin. Dass der auf dem priesterlichen Siegel der Überlegenheit ist, der drauf. Der sieht nur komplett anders aus. Das ist voll seltsam. Sieht verdammt geil aus. Okay, jetzt machen wir es mal hier so. Okay, dann... So viel zu diesen coolen Karten, die wir... als machen wir jetzt haben. Mal hier diese zwei Pakete auf. Und, also, nochmal kurz zur Story. Das, Marcel hat uns auf Skype angeschrieben, ob er uns denn nicht Custom Playmats erstellen darf. Und wir haben gesagt, klar, klar. Und dann hat er uns ein paar designt und wir durften uns aussuchen, was wir wollten. Also er hat gesagt, er hat uns gefragt, was wir drauf haben wollen und so. Und das sind jetzt, glaube ich, die Six Samurai Spielmatte und eine Grabwächter Spielmatte. Grabwächter ist für mich und die Six Samurai. Das ist die Six Samurai. Okay, also halt's mal da drüben fest. Boah, geil, Alter. Was? Ach, da ist noch... Ja, stimmt, da hat Exodia noch drauf. Zieh mal rüber. Exodia und Six Samurai, alles klar. Auf jeden Fall fühlt sich die Matte sehr geschmeidig aus. Und jetzt muss man sie halt noch ein bisschen... Die wird sich noch schön stabilisieren. Und hier unten darf man nicht übersehen, das coole Unboxing-Extrem-Logo. Hat er noch mit draufgehauen, also das sieht schon mal richtig cool aus. Und hier auch diese Grabsteine hier unten. Ich glaube, ich... Die Matte ist äußerst geschmeidig. Ja, auf jeden Fall. Sieht ziemlich cool aus mit, ich glaube, das ist Kisan. Oder der ist Kisan. Einer von den beiden ist Kisan. Ich glaube, der hier. Ich geh mal kurz mein, hier, warte. Werf mal einen schönen Schatten, dass man es besser sieht. Genau. Ich weiß nicht mehr, wie die Six Samurai heißen. Warte, ich habe einen sogar in meinem Tauschordner irgendwo. Deshalb, ultra rare, ultra rare, ultra rare, ultra rare. Stimmt, hast du den schon getauscht? Das ist nur das Synchro-Monster. Ja, Shein. Ja, ich glaube, Kisan ist der mit dem Bogen. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Nee, ich will's wissen. Oh, gut, dann schau nach. Ich bin ein Mensch vom Fach. Der ist da längst nicht mehr drin. Doch, doch, doch. Ich hatte ihn vor ein paar Tagen noch. Ach, egal, scheiß drauf. Das sag ich doch. Blöde Six Samurais. Genau. Also, das ist die coole Six Samurai Spielmatte inklusive Exodia. In der und das Coole ist, ihr könnt auch selber bei ihm Sachen, also Mats, bestellen. Er wird euch... auch ein Design erstellen, also ich werde seinen YouTube-Link unten in die Beschreibung packen und da findet ihr auch dann Informationen zum Beispiel zum Preis und ja, dann schaut mal auf jeden Fall da auch noch vorbei, falls ihr euch so eine Custom-Spiel mit kaufen wollt. Okay, dann die zweite, die ist auch nochmal richtig cool. Oh ja, die ist dann für mich. Da kommt's raus. Oh, Alter! Ja, das ist äußerst geschmeidiges Material da unten. Ja, Mann, das ist... Die hält auch sehr gut eigentlich. Okay, so rum. Fangen wir... Nein, fangen wir... Ja, doch, fangen wir von hier an. Du musst mal anfangen.
Und so, hier. Also wir haben einen richtig. Oh, das sieht nice aus. Und als ob es nicht richtig fett wäre. Schaut euch das mal an, Leute. Also, wow. Also ich finde, die sieht ja richtig Hammer aus. Hier habt ihr den Kommandanten. Dann der Hintergrund ist Necro Valley. Das ist einfach so geil. Schaut's mal an. Das ist geschmeidig. Das ist richtig gut. Und hier drüben der Grabwächter Hellseher. Und das sieht einfach nur richtig geil aus. Also wirklich nochmal vielen Dank an Marcel. Das ist eine Hammerarbeit. Super gelungen. Und hier unten wieder das Unboxing-Extrem-Logo. Also ja, mit dem Yu-Gi-Oh!-Kreis drumherum. Irgendwie oval aussieht. Aber ja, egal. Scheiß drauf. Ist ein bisschen das Format ist auch, glaube ich, ein bisschen anders. Die ist ein bisschen länger und egal, die ist ein bisschen sieht auf jeden Fall breiter. Trotzdem Hammer aus und die Karten passen wunderbar auf die Zonen drauf, beinahe. Wunderbar. Ja, wenn sie in drei Hüllen sind. Also, vielen, vielen Dank. Super, super Arbeit. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Also, Farben finde ich schön. Falls, sehr gut falls ihr mal euch eine eigene drucken wollt, unten in der Beschreibung, wie gesagt. Okay, dann bis zum nächsten Unboxing. Kommt dann auch gleich auf den neuen Spielmatten. Bis dann, ciao.